Über Kunst zu reden ist ziemlich schwierig für mich, weil ich will jetzt einfach damit zeigen, wie als ich meine Sachen finde, um irgendein Sujet wieder in ein malerisches zu verarbeiten. Zum Beispiel bei den Schnecken. Da habe ich immer wieder auf den Spaziergang mit dem Hund habe ich verschiedenste Schneckenformen, Arten, Farben gefunden. Das hat mich fasziniert. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das auch wieder zu malen. In allen Facetten. Und dann ist das Künstlerisch dazu gekommen, weil es noch könnte sein. Und hat mehr Schnecken gedacht. Und denkt dann auch beim Schneck an unsere Lebenswege. Das heisst zum Beispiel, der Weg ist das Ziel. Da sieht man ganz genau, dass der Weg weitergeht. Und so verarbeite ich das immer weiter verarbeiten, auch mit den Schnecken mit Facetten. Da kommt, je länger, je mehr kommt dazu. Und dann ist das ein Thema, das ich ziemlich lange verarbeite. Wenn wir schon bei den Lebenswegen sind, möchte ich auch die zwei Bilder zeigen, die zeigen, auch Beispiel aus der Natur, wenn wir verschiedene Eingänge haben, Ausgänge, Aufgänge, verschiedene Löcher, wo wir rein gehen müssen, Höhlen, wo je nachdem alle für Facetten, man kommt da rein, vielleicht trifft man sich hinten wieder, dass man immer Entscheidungen treffen muss. Und das versuche ich hier zu zeigen in diesen Bildern. Auch auf meinen Hundespaziergängen habe ich immer wieder Rostteile gefunden, die mich sehr faszinieren. Weil für mich ist das so wie Anfang der Erneuerung. Und dann habe ich angefangen, mit Acrylrost zu malen. Und dann zusammen habe ich gefunden, dass man heute Mittel hat, um auch Rost zu verarbeiten, dass es wirklich oxidiert und rostet. Was sehr, sehr experimentell ist. Ich bin dort immer noch am Probieren. Um noch bei den exotischen Materialien zu bleiben, möchte ich auch noch die Bitumenbilder zeigen, die ich ausprobieren musste. Da tut man auch mit Bunsenbrenner und mit Heizung und mit Hitze arbeiten. Und dann habe ich das auch noch gebraucht, um meine Schneckenbilder auch noch mit zu verarbeiten. In der Kunst kann man Gott sei Dank auch chaotische Seiten ausleben. Das ist, wenn ich mit Marmormehl eigene Spachtelmasse mache, mit Pigment und Öl. Und dann gibt es so etwas zum Beispiel. Der Schwerpunkt ist von der Formen her in der Ausstellung. Aber nicht das Schnecken allein. Zum Schnecken gehört ja auch das Wasser. Also das Wasser, unser Hauptklimaelement. Ich darf eine kleine Zusammenfassung geben über die Laudatio von dieser Ausstellung. Und wie die meisten schon wissen von Ihnen, hat ja Ursula Simeon der Ammonit gewählt als Titelblatt von ihrem Ausstellungsprospekt. Und jetzt habe ich gedacht, für die Laudatio wäre es doch noch spannend, wenn man sagen könnte, was für eine Rolle das die Natur spielt in dem Werk von dieser Künstlerin. Also vom Ammonit bis zum Gras, bis zum Wasser und zum Schneck. Das ist eines der neuen Bitumenbilder. Und die Bitumenbilder, die haben noch drauf Balsam, Terpentin, sie haben drauf Marmormehl. Und alle Geheimnisse weiß ich nicht, die haben die Künstlerin nicht gesagt. Ja, ich habe 14 vorige Bilder.